Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Ja, aber natürlich, was ein Dummkopf, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Haben wir nicht schon im Ödnishügelgrab eine Steintafel irgendwie gefunden? Drachensteintafel? Okay, in Ordnung. Wohin soll ich gehen? Gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Nö. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ja, so sieht das aus. Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturz-Hügelgrabs. Da haben wir sie doch schon her, findet oder? Findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Wo meint ihr diesen alten Stein? Ah, der Drachenstein aus dem Ödsturz-Hügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Was ist meine Belohnung? Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Ah ja, ist klar. Und, mit seinem Vogt, und er wird mir Akuniki. Mein Leben Einer lassen, von beiden ne? wird euch sicher ja. angemessen belohnen. Toll. Farengar. Wo ist er denn? Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz... Ich frage mich, warum Irilet so aufgeregt ist. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Jarl Balgruf, gesehen? Was hat er getan? Ja, und meine... Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Wen interessiert denn der olle Drache? Ich will doch eigentlich nur hier ein bisschen... Was mit Fenal? Der wird da immer noch stehen und... auf mich warten. Ich will nur zurück. Was soll ich denn hier? Ist alles so... Meine Belohnung. Jetzt haben sie mir den Stein auch noch abgenommen hier. Arkaner Verzauberer. Ah ja. Um einen Gegenstand zu verzaubern, musst du eine Verzauberung kennen und einen gefühlten Seelenstein für die Verzauberung besitzen. Verzauberungen werden gelernt, indem verzauberte Gegenstände entzaubert und damit zerstört werden. Mhm. Okay. Wähle einen Gegenstand zum Zerstören aus, um dessen Verzauberung zu erlernen. Seelenstein habe ich keine, oder was? Verzaubern, entzaubern. Achso, da kann ich wohl verzaubern und hier ist dann entzaubern. Pelzschild des Blockens. Mhm. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen sollten, aber irgendwie... Ja, ich würde sagen, dann werde ich wohl... einfach mal hier diesen Eisen Zweihänder der Seelen nehmen und ja, du hast die Seelenfalle Verzauberung erlernt, indem du diesen Gegenstand zerstört hast. Ach so, das ist ja proportionell. Das bedeutet also, ich kann ab jetzt auf jeden Gegenstand die Seelenfalle verzaubern. Ja, so ganz was ich hier tue, so habe ich nun wirklich gar keinen Plan von. Ich lasse es erstmal und werde darauf später zurückkommen. Und mal gucken, was der nette Magier hier in seinem Gemach hat. Mhm. Schmiedeschürze als Magier. Und da sollten wir eventuell diesen Seelenstein aus dem Sichtfeld und dann... Zack!
Weg ist er. Und ein Gold. So. Gerade noch so mal gut gegangen. Aber jetzt haben wir ja doch einen Seelenstein. Hatten wir nicht vorher auch Seelensteine? Ohne Ende? Kleiner Seelenstein. Mhm. Aber in diesem Seelenstein muss erst was... Muss erst eine Seele einziehen oder so, ne? Hm. Verzaubern. Seelenfalle. Verzauberung abbrechen. Ja. Nun gut. Dann sollten wir eventuell... Wo sind wir jetzt überhaupt hingegangen? Nach oben, nach unten. Ich guck mal kurz auf die Map. Sprich mit Jarl Balko. Genau, er schuldet uns noch Geld. Wenn ihr Weißlauf Ärger macht, werde ich euch persönlich in den Kerker von Drachenfeste werfen. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ich. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Ah ja. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich wollte diesen Drachen nur zu... Wir haben jetzt auf jeden Fall irgendwas... Was haben wir denn jetzt bekommen? Er wollte uns doch irgendwas aus seiner Waffenkammer... schenken, oder? Hat er uns eine Bekleidung? Pelzstiefel der Feuerresistenz. Dann hat er uns wohl die... geschenkt. Sehr toll. Das bringt uns ja sehr viel weiter. Weil wir könnten genauso gut auch so einen ollen Pilz futtern. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Ja. Wir treffen uns beim Wachturm, sobald sich die restlichen Männer gesammelt haben. Okay. Helft Irilet, diesen Drachen zu töten, warum muss ich jetzt euch eigentlich aus der Patsche helfen? Nur weil ich zufällig diesen Stein da vorhin irgendwie bei dem ollen, verdorrten Opa da gefunden habe, ja? Okay, da kommen wir jetzt hier raus. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Und dann laden wir das Ganze nochmal. Und gucken uns erstmal hier um. Hier sind wir wohl irgendwo am Rand des Schlosses. Ja. Sehr hübsch. Gibt es hier irgendwas mitzunehmen oder nicht? Wenn nicht, dann bin ich hier gleich wieder weg. So. Einmal gucken, was es hier gibt. Und hier hüpft von oben. Aua. Nee, doch nicht. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Haben wir denn hier? Ihr macht's euch hier gemütlich, ja? Was braucht ihr?
Ach, wen haben wir denn hier? Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Wir können uns Häuser kaufen in der Stadt. Das ist ja... Das ist vorzüglich. Aber wie viel Gold haben wir überhaupt? Können wir das nicht irgendwo hier... Bin ich jetzt doof? Die Aufgaben eines Vogtes sind wichtiger als... Objekte. Ja. Meisten annehmen. Der Jarl, man gibt mir immer so viel zu tun. Erzählt mal sowas Stadtviertel. Also, es gibt insgesamt drei. Und sie sind in drei Ebenen aufgeteilt, wie ihr sicher schon bemerkt habt. Nö. Ich war ja noch nicht draußen. Verdankt man seinen hat mich Namen nur so hergebracht, Kollege. Das die Stadt umgibt. Dort findet man das Gasthaus und den Marktplatz. Der größte Teil der Stadtbewohner lebt im Windbezirk, dem mittleren Teil der Stadt. Mhm. Drachenfeste liegt im obersten Bezirk, den wir auch den Wolkenbezirk nennen. Gut, also es gibt drei Bezirke. Hätte das nicht alles, gereicht? Was in seiner Stadt geschieht. Ihr braucht etwas? Wenn ich jetzt wüsste, wie viel Gold wir hätten, würde ich versuchen, da ein Häuschen zu kaufen. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Warum steht denn hier... Achso, ich bin sowas von doof. Wir haben 3640 Gold. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre irgendeine andere Anzeige für das Leben, Mana oder so, aber 3640 Mana wäre natürlich dann auch, oder Leben, auch ordentlich derbe gewesen. Okay. Dir schmeckt's, ja? Also wir können uns dann wohl ein Häuschen kaufen für 5000. Müssen wir uns also merken, hier oben. Gleich um der Ecke. Bei den Gemächern vom Jarl. Bin gespannt, was man in so einem Haus machen kann. Da wird doch bestimmt auch bloß wieder eingebrochen. Also nicht von uns, sondern von irgendjemand anders. So. Dann gehen wir nochmal hier zu den Gemächern in der Hoffnung, dass diesmal die Wache weg ist. Und aber eigentlich wollte ich es ja lassen. Diesen Meisterschloss. Nee, sie ist noch da. Gut, pass mal hier gut auf. Sonst breche ich mir noch alle Dietriche da dran ab. Und das... Oh, einmal voll gegen die Wand gelatscht. Batsch. Na gut. Man hat ja nicht umsonst irgendwie einen Schuppenpanzer. Und jetzt... Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen jetzt... Okay, nach draußen. Gut, wir waren noch nie da und wenn wir da rauskommen, müssen wir gleich schon Drachen umlieben. Das hört sich ja... Das hört sich sehr gut an. Kommen wir gleich raus und müssen da irgendwas umschnetzeln. Aber erstmal gucke ich im Kerker nach. Schönen guten Abend. Ihr seht aber wirklich müde aus. In der beflackten Meere sollen noch Betten frei sein. Komm, geh schon. Kann es Wachwechsel, Kollegen? Mach keinen Ärger, Agonia. Ich versuch's jetzt einfach da reinzukommen. Nein, ich hab